Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu diesem, ja, Special kann man eigentlich sagen. Aber es ist ein Special nicht alleine, wir specialen zu zweit, der Evoldo ist nämlich da. Hi, hi. Hallo, Sami. Wir haben lange nicht miteinander gequatscht eigentlich, ne? Das ist wahr, ja. Dabei sind wir, also worum es in diesem Special gehen wird, Evoldo und ich, unsere Kanäle, wir haben Geburtstag gehabt jetzt. Wir sind genau, ein Jahr alt geworden. Ein Jahr alt. Und ja. Wir nehmen jetzt ein bisschen Rückblick auf das vergangene Jahr, was alles passiert ist. Genau. Fortschritte, was alles auf YouTube passiert ist. Selber persönlich Fortschritte gemacht und so. USW, PP. Genau. Ja, genau. Einfach mal so ein bisschen Revue passieren lassen, genau. Was so passiert ist. Ne? Mhm. Du hast auch im Juli letztes Jahr angefangen. Ne? Das ist richtig, ja. Und ich habe mich dazumals ganz früh, das ist im Juli gewesen, ich habe frisch mit der Lehre abgeschlossen und dann nach der Lehre hat man so viel Zeit und da dachte ich mir, was kann ich jetzt genau so, also was kann ich jetzt machen? So eine Lehre entstand, weißt du? Ja, ja. Dann habe ich ja so nachgedacht, YouTube-Videos, das wäre doch mal etwas. Mir dazumals ein Blue Yeti-Mikrofon gekauft, das erste Let's Play, ja. Harry Potter war das. Ja, stimmt, genau. Das habe ich gesehen, ja. Das war noch etwas. Ja. Und wenn ich das wieder noch mir jetzt ansehe. Nein, nicht, also, ja, aber das ist also, auch, ich habe ja jetzt auch, ich wusste ja, wir würden den Rückblick aufnehmen genau. Und ich habe jetzt wirklich nochmal so von den Anfängen, ne, die so Anfänge. Über das Jahr geguckt. Aber das gehört auch dazu, finde ich. Ja, ich finde das auch, dass sowas muss auch einfach auf dem Kanal bestehen bleiben, oder? Genau. Also, weil ich habe ja auch am 15.07. war es bei mir, da ist das erste Video online gegangen. Das war aber nur ein Teaser-Video, ne? So hier bald geht's los, reden bla. Dann, ja. Und am 16. kam dann der erste Part TSW. Ich hatte ja eigentlich sowieso vor, ist mir dann mal eingefallen, ich wollte eigentlich hauptsächlich RPGs und MMOs zeigen. Mhm, das hat sich dann aber doch in eine andere Richtung entwickelt, tatsächlich. Das ich kann mich noch erinnern, dein Avatar sah am Anfang ganz anders aus. Ja, mit den schwarzen Haaren, mit dem blauen, genau, ne? Mit dem blauen. Mit dem Headset. Das hat sich mit der Zeit auch verändert, bis heute. Ja, das war auch, wann habe ich angefangen mit dem Lila? Das war im Oktober 2013. Ja, genau. Da habe ich dann angefangen, auf Lila-Rosa umzustellen. Also es ging schon eine Weile tatsächlich. Über Sommer war ich noch ganz blüh und dann wurde ich pink. Hast du einfach gedacht, das muss jetzt etwas anderes sein, nicht mehr das alte Design und so. Ich wollte was relativ Neutrales haben, als ich angefangen habe mit dem Kanal. Ne? Und das war so die Idee hinter diesem blauen Avatar. Ich stand ja schon immer so auf pink und lila und ich habe aber gedacht, nee, das ist eigentlich ein bisschen doof. Das sieht dann so extrem nach Mädchen aus. Und das, ich wusste nicht, ob das passt. Und dann im Oktober war es dann aber, da habe ich dann gesagt, mir doch egal. Jetzt mache ich das einfach, weil es mir halt genau. gefällt, weil ich das so will, ne? Ja. Ja, wie hast du angefangen? War dir klar, dass du Let's Plays machen würdest? Oder ich meine, du hast ja zwischendrin dann geswitcht. Genau. Also ich habe die Let's Plays eigentlich nur zur Übung gemacht. Also ich habe gewusst, dass die Let's Plays relativ leicht zum Produzieren sind, also die Gameplays aufzunehmen, die Tonspur aufzunehmen, das alles zusammenzuschneiden, braucht nicht so viel Zeit, weißt du, glaube selber, genau. Also eine 15-minütige Let's Play-Folge, sitzt man einfach vor dem PC, macht das Spiel an, Outer City oder The X-Story und nimmt die Folge auf, dann schneidet man zusammen auf Adobe oder auf Premiere oder auf anderen Schneideprogrammen und hat man die Folge eigentlich. Und das war eigentlich eine gute Übung, dachte ich mir. Und so hat sich das alles dann herauskristallisiert. So also Anfangsjahr habe ich gemerkt, okay, ich mache Fortschritte im Reden, aber nicht die Fortschritte, wo ich eigentlich denke, wo eigentlich noch größer müssten sein. Weißt du, was ich meine? Genau. Ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Dann habe ich eigentlich auf das Video, also auf das Videoformat Nice to Know, da einen neuen Kanal erstellt, umgeswitcht und bin eigentlich jetzt zufrieden, wie es so läuft. Ja, weil ich habe das aber bei mehreren auch
tatsächlich erlebt, ne? Wenn ich so das Jahr Revue passieren lasse, man hat ja mit ganz vielen YouTubern irgendwie Kontakt gehabt. Genau. Und davon sind, also ich würde mal sagen, bestimmt 60% schon wieder nicht mehr aktiv auf YouTube, wenn es nicht sogar mehr sind, ne? Also so grob über den Daumen gepeilt. Und manche sind aber auch von Let's Plays einfach in eine andere Richtung gegangen. Ne? Die machen jetzt vielleicht dann irgendwie, so wie du das Nice to Know jetzt machst, machen andere dann vielleicht einen Vlog oder die machen nur noch Montagen, ne? Und machen da einfach so ganz viel oder machen so Reviews erstellen oder The Star Skies, der macht gar keine kompletten Let's Plays mehr, sondern nur so angezockt Sachen, weil er keinen Bock mehr hatte, diese Spiele immer komplett aufzunehmen und so. Und man hat schon gemerkt, mit Let's Plays fangen total viele Leute an. Genau, weil es relativ einfach ist zum Aufnehmen. Und dann finden die da vielleicht irgendwas, wo sie sagen, hey, das finde ich cool, und entwickeln sich dann, bleiben zwar auf YouTube, aber gehen in eine andere Richtung. Ich meine, ich mache ja nun nach wie vor, ich bin ja immer noch bei meinem ersten Let's Play bei, ne? Also Secret World läuft ja immer noch. Und so. Mit Erfolg. Du hast 700 Abonnenten. Ja, die habe ich auch tatsächlich genau am 15. gehabt, also genau zum Geburtstag. Genau zum Geburtstag. Ne? Ja. Herzliche Gratulation zu den 700 Abonnenten. Ich habe mich auch total gefreut. Also ich habe auch mal geschaut, das ist ja mit den Abonnenten, also klar, im August hatte ich da, also im ersten Monat hatte ich die ersten 50 Abonnenten irgendwie, ne? Ende August waren ich habe schon 100. Aha. Also das ging dann tatsächlich schnell. Und dann, jetzt geht es aber ein bisschen langsamer. Ne? Also hey, so im Monat kommen ungefähr 50 Abonnenten. Das ist aber auch noch viel. Also, das ist okay. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe noch, weiß noch, damals, letztes Jahr, haben wir praktisch gleichzeitig angefangen. Also ein bisschen mit einem Monat einen Monat Abstand. Ich habe gesehen, jeden Tag hast du einen Abonnenten mehr dazu bekommen. Ich habe mich immer gefragt. Heute stand, was haben wir heute für ein Datum? Der 20.07. Ja. 100 Abonnenten auf YouTube erreicht. Und wie? Es ist immer noch das, was ich auch vor einem Jahr schon gesagt habe. Es ist ganz viel Community-Arbeit. Es ist ganz viel Interaktion mit anderen YouTubern. Und das ist auch immer noch das, was mir am meisten Spaß macht, tatsächlich. Ne? Also so mit anderen Leuten was zusammen machen, vielleicht mal Together zusammen aufnehmen oder so wie jetzt den Contest auszurichten. Das sind so Sachen, die machen mir am meisten Spaß. Dadurch kommst du natürlich mit unheimlich vielen Leuten in Kontakt zwangsläufig. Und ich glaube, das ist echt der Grund. Am Anfang war es, das habe ich ja schon immer gesagt, war es der Tittenbonus. Ja, da ist halt einfach meine Frau. Fertig. Mhm. Ne? Mittlerweile gilt der aber nicht mehr. Nach einem Jahr ist der einfach nicht mehr wichtig. Und da zählt wirklich kontinuierlich sein. Eine relativ ordentliche, es muss keine überdurchschnittlich super duper Qualität sein, aber man muss sich das angucken können, ohne dass man, dass das Mikro laufen knackt oder sowas. Ne? Und ich glaube, das ist das kontinuierlich Content bringen, am Ball bleiben, mit anderen Leuten Kontakt suchen. Und ich glaube, wenn du dann jemand bist, der gerne mit anderen Leuten interagiert und der natürlich bei dem einen oder anderen sympathisch rüberkommt. Das spielt schon auch eine Rolle, denke ich. Ne? Ich glaube, dann ist es so, dass du einfach Zuwachs hast. Das ist, glaube ich, normal. Apropos Interaktion. Kennst sicher den Kommentorio? Ja, klar. Und ich habe zufällig bei einem Video deinen Kommentar gelesen. Ja, siehste. Haben wir uns doch auch dort wieder getroffen. Ja, das ist, das haben aber schon mehrere tatsächlich geschrieben. Dich liest man auch unter jedem Video. Ich meine, das hat jetzt in den letzten Wochen, gerade so im Sommer, ne? Ich bin ja so eine kleine Sonnenanbeterin. Ich bin ja so viel draußen und sitze eigentlich kaum am Rechner. Und da gucke ich natürlich auch wenig Videos nur. Und wenn, dann gucke ich am Fernseher und da kann man immer nicht gescheit kommentieren. Das funktioniert einfach nicht. Ne? Schade, ja, leider. Ne? Das geht einfach aber nicht vernünftig. Aber es gibt jetzt anscheinend ein neues App, hast du das auch mitbekommen? Das YouTube Creators App fürs iPhone. Vielleicht auch, vielleicht. Ich habe da ein Video von gesehen. Siehst du, ich habe auf YouTube da ein Video gesehen, von YouTube selber auch. Ich habe aber die App noch nicht runtergeladen, ich habe es noch nicht ausprobiert.
sollte für die mobilen Nutzer ein bisschen benutzerfreundlicher sein. Ja, vielleicht sollte man sich die mal runterladen. Ja, weil ich gucke schon zwischendrin immer mal ein Video, aber das mit dem Kommentieren funktioniert da nicht. Was ist denn so ein Meilenstein auf deinem Kanal gewesen? Oder zum Beispiel, weißt du, gibt es so irgendwas, wo du sagst, hey, das war eigentlich so mit das Coolste, was so passiert ist auf dem Kanal? Ich glaube schon, dass Harry Potter ganz am Anfang, das ganz Neue, in eine neue Welt einzutauchen, etwas ganz anderes zu machen, also das... Ich kann mich noch gut erinnern, als ich das Mikrofon angesteckt habe, also die Kopfhörer an die Ohren gesteckt habe und dann in das Mikrofon geredet habe und dazu noch gleichzeitig gespielt habe. Das Gefühl, also das, erkennst du das noch, das Gefühl? Ja, wenn man natürlich etwas ganz, ganz Neues macht. Ja, ja, natürlich, ja. Dann ist man gespannt, also ist man einfach, ja, gespannt, und witzigerweise ist dieses Gefühl immer wieder da, wenn ich ein neues Projekt anfange. Das ging dir ja bestimmt so, als du auf das Nice to Know umgestellt hast. Genau, aber das war jetzt nicht so extrem wie am Anfang. Man hat gewusst, wie das Ganze jetzt funktioniert mit dem Produzieren von den Videos, von dem einem Hochladen von den Videos, ja, Text zu setzen, Thumbnails zu erstellen. Klar, aber das Ganze am Anfang, das noch zu erforschen, wie das Ganze alles funktioniert, den ganzen Ablauf von YouTube. Ja, das war schon, das stimmt. Also, ich kannte YouTube schon. Ich habe schon vorher YouTube-Videos produziert, ne? Also, bevor ich Let's Plays gemacht habe. Ich habe nur nicht ins Mikrofon geplappert. Okay. Dazu, ne? Ich habe auch nur Videos produziert für unsere Gilde, sozusagen. Was mich noch... Sorry, das jetzt schnell unterbreche, aber was mir noch aufgefallen ist, manche Leute haben mich gefragt, was machst du genau auf YouTube, weil man es in der Schweiz so nicht, gar nicht so kennt in diesem Maße, eigentlich mehr in Deutschland. Was sagst du eigentlich diesen Leuten, wo dich fragen, was machst du eigentlich auf YouTube genau? Na, ich sag schon, dass ich Let's Plays mache, und wenn die nicht wissen, was ein Let's Plays ist, Let's Plays dann, sind? Ja, dann sage ich denen, ich spiele und kommentiere dazu. Die meisten wissen, können damit nichts anfangen und gucken danach, ne? Genau. Also und schauen dann und, also da sind dann echt auch die Meinungen sehr geteilt, das muss ich schon sagen. Also du hast so Leute dabei, die sagen, oh, das ist ja cool, ne? Und andere, die sagen, na, wer guckt sich denn so einen Scheiß an? Ne? Also, weil genau, Let's Plays natürlich Lage. Schon, ja, ne, du hast so, ich meine, klar, wer guckt sich, da sagen ganz viele, wie, wenn ich doch was spielen will, dann spiele ich doch selber. Wer kommt denn auf die bescheuerte Idee, sich hinzusetzen und sich anzugucken, wie jemand anders spielt? Ne? Aber so, ja, aber ich muss auch sagen, ich hänge das natürlich auch nicht an die große Glocke. Ne? Also es ist nicht so, dass ich da in meinem Bekanntenkreis oder so das irgendwie, wenn jemand fragt, Mensch, was machst du so oder was oder hast du heute noch was vor? So wie vorhin, da, jemand sagte, hier wollen wir nicht noch telefonieren. Ich sage, nee, ich kann nicht. Ich nehme noch was für ein Commentary auf. Natürlich kommt dann manchmal die Frage, was ist denn Commentary? Was machst du? Ne? Also dann erzähle ich das schon. Ja, ich genau. Mache da kein Geheimnis von, aber ich hänge das jetzt auch nicht an die große Glocke. Ja. Okay. Ja, wie sind da so bei dir die wie ist da so das Feedback in deinem Umfeld? Du bist ja nun ein bisschen jünger, da dürften die Leute ja vielleicht noch ein bisschen aufgeschlossener sein, oder? Ja, das geht. Sie fragen trotzdem, was ich so mache. Vor allem, jetzt habe ich in meinem Zimmer ja die Lampen, die Dauerlichtlampen und aufnehmen, weißt du, für Nice to Know, dass man eine korrekte Beleuchtung hat. Ja, klar. Dann fragen sie schon, wenn jetzt, wenn sie zum Beispiel in mein Zimmer hineinkommen, also für was sind die Lampen dort gedacht? Ja, klar. Dann sage ich ja, für Videos. Aha, ja, okay. Ja. Ja, obwohl das ja eigentlich ein schönes Hobby ist, ne, finde ich. Genau, es ist einfach ein schönes Hobby. Aber ich habe gemerkt, als ich den neuen Kanal eröffnet habe, die Interaktion mit den Zuschauern, die ist Gold wert. Ja, vor allem, wenn es noch konstruktives Feedback ist, das ist Gold wert. Und so kann man sich ja verbessern und so wird man auch Video zu Video besser. Ja, auf jeden Fall, das finde ich auch. Das habe ich bei meinen letzten. Das ist, ich weiß einfach nicht. Einfach Gold. Ja, du wirst ja sicherlich auch Leute haben auf deinem Kanal, die sehr, sehr kontinuierlich kommentieren. Ne? Da habe ich ja auch einfach ein paar, wo ich wirklich sage, da kann ich mich einfach hundertprozentig drauf verlassen, ja, dass die. Vielleicht nicht unter jedem Video, aber unter vielen. Ich habe zum Beispiel den DH-Vid, der sich bei mir
Ist das eigentlich David? Also falls du das guckst, ne? Also kannst du ja mal dann unten kommentieren und so. Der, wo ich genau weiß, Mensch, der spielt TSW und der guckt bei mir auch, wenn er nicht gerade beschäftigt ist mit Daddel, ne? Oder der Aringus Okami, der guckt bei mir regelmäßig. The Frenzin guckt und Methode 30 und Christian H. Und da sind einfach so ganz viele, also Entschuldigung, alle, die ich jetzt nicht aufzähle, ich habe die Namen immer nicht alle im Kopf, die sehr regelmäßig bei mir schauen und das macht mir so viel Spaß. Weil man so ein bisschen das Gefühl hat, über das Jahr hin, man hat die Leute doch schon ein Stück weit kennengelernt. Weil der Robert zum Beispiel, also Methode 30, der guckt ja nun auch schon fast ein Jahr lang zu. Mhm. Na, und das finde ich schon toll. Also das ist echt super. Das ist toll, ja. Bei mir persönlich hat die Einstellung zu YouTube geändert. Als ich am Anfang mit YouTube angefangen habe, habe ich gedacht, Erfolg, was ist Erfolg? Erfolg ist, Abonnenten zu bekommen, so viele und so viele Views zu bekommen. Aber mit der Zeit habe ich dann ein anderes Gefühl für Erfolg bekommen. Erfolg ist ja eigentlich die Interaktion mit den Zuschauern. Das habe ich dann auf meinem neuen Kanal dann dürfen erleben. Interaktion mehr wert ist als eigentlich die Abonnenten und als die Views. Also das ist, ja gut, das ist aber glaube ich sowieso, das ist auch von Land zu Land unterschiedlich, ne? Also du hast ja in Amerika zum Beispiel identifizieren sich die YouTuber tatsächlich über die Abonnenten, ne? Abonnenten, genau. So. Und glaube in Deutschland und, auch so. Ja, in Deutschland wird aber auch viel auf Views gegangen, was ja eigentlich, was ja auch sinnvoller ist. Was nützt mir das denn, wenn ich 30.000 Abonnenten habe und einer guckt davon das Video? Ne? Das ist ja auch Blödsinn. Okay. Weil du brauchst ja schon, also ich finde schon, Views... Nicht so, dass ich da jetzt Erfolg irgendwie großartig von abhängig machen würde, aber du brauchst ja eine gewisse Anzahl Views, damit du auch unter deinen Videos Interaktion haben kannst. Wenn keiner das Video guckt, hast du logischerweise keine Interaktion unter deinen Videos. Ne? Das ist ja klar, das geht ja nicht. Aber ich persönlich habe es fast lieber, wenn ich klein und unbekannt bin. Da kann ich noch ein bisschen ausprobieren mit den Formaten, mit der Sprechweise. Mit dem Präsentieren, als wenn ich plötzlich groß bin und dann haben die Leute so eine gewisse Erwartungshaltung, weißt du, was ich meine? Ja, das sage ich auch jedes Mal, ne? Also das finde ich auch total wichtig, weißt du, wir sind noch so klein und niedlich, da interessiert sich kein Schwein und wenn mal irgendwas schief geht oder so wie... Da kann man sich ausprobieren. Ja eben, dann kann man sich ausprobieren oder auch wenn du mal schaffst, kein Video hochzuladen, weil das Internet rumspackt, das habe ich zum Beispiel Sonntag gehabt oder... wenn das nicht funktioniert oder dann, weißt du, das ist eigentlich egal. Dann sagst du Bescheid, hier passt irgendwas nicht und dann nimmt dir das keiner krumm. Das sieht wahrscheinlich anders aus, das wenn sieht du bei wahrscheinlich bei 200.000 Abonnenten ein bisschen anders aus. Ja. Da kommen die Hater-Kommentare. Ich habe jetzt bis jetzt absolut kein Hater-Kommentar bekommen. Nur konstruktives Feedback. Also das dir? Muss ich Gott sei Dank in dem ganzen Jahr, was ich jetzt da unterwegs bin, habe ich nicht einen einzigen Hater-Kommentar gekriegt. Ich habe Hater auf meinem Kanal gehabt. Das war, wann war denn das? Das muss Februar, März gewesen sein. Jetzt dieses Jahres, da habe ich eine größere Hater-Aktion auf meinem Kanal gehabt. Da waren wirklich dann Leute oder einer oder keine Ahnung, da war unter jedem Video, das war 5 Sekunden hochgeladen, waren 15 Daumen runter, 20 Daumen runter, ganz extrem. Also das habe ich schon gehabt, aber da mich das natürlich nicht so interessiert, hat mich das nicht wirklich getroffen. Ne? Okay. Hater-Kommentare habe ich aber noch gar nicht gehabt. Ich glaube, das trauen sich die Leute dann. Das passiert, glaube ich, auch nicht so, wenn man noch klein und unbekannt ist. Ja, das denke ich. Ich glaube, die Hater brauchen so eine Zuschauerplattform, um sich zu profilieren. Das kann sein, dass das damit zusammenhängt, ja. Ja, ich bin da auch nicht böse drum, weil wenn ich dann die, weißt du, es reicht, dass du Spam-Kommentare kriegst ohne Ende, dann kann ich die Hater-Kommentare auch, weißt du, da müsste ich ja noch mehr löschen. Ich lösche ja so schon relativ viele Kommentare weg. Ne? Also von daher... ich brauche das nicht unbedingt. Feedback, als ich bekommen habe bei meinen neuen Videos, also bei meinem neuen Kanal Evoldo TV, hat mich so motiviert, dass ich jetzt seit längerem Rhetorik und also Präsentationsunterricht nehme. Und so kann ich meine Videos auch verbessern.
Natürlich. Da gibt es ja einige Sachen, worauf man dann einfach so Ja. achten möchte auch, ne? Wo man dann Und selber guckt. ich habe ein bisschen mein Schweizerdeutsch. Also jetzt hörst du wahrscheinlich noch mein Schweizerdeutsch, aber in meinen Videos habe ich mein Schweizerdeutsch ein bisschen reduzieren können. Ja, obwohl ich das zum Beispiel überhaupt nicht, also ich persönlich finde es nicht schlimm, wenn einen das selber stört, ist das natürlich schon so eine Sache, aber ich persönlich finde es zum Beispiel nicht schlimm. Wo möchtest du denn dann, wenn wir uns jetzt dann nächstes Jahr um Nächstes Jahr. dieselbe Zeit wieder in TS hocken, wo möchtest du da stehen? Was hast du vor im nächsten Jahr? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, meine Videos noch besser sind. Also ich habe mich nicht so wahnsinnig viel Gedanken gemacht, was nächstes Jahr ist. Ich nehme einfach das Video von. Also ich mache einfach das Video, wo kommt, immer besser und besser. Also ich schaue immer von Video zu Video. Und eigentlich nicht so. Also ich glaube, das kann man auch auf YouTube nicht so groß planen, was man in Ja, das einem Jahr genau stimmt. macht. Also, weil ich habe nämlich auch überlegt, wo möchte ich denn, weil ich merke natürlich, umso mehr Abonnenten da sind, umso schwieriger wird es, seine Zeit Genau. auf alle Zuschauer aufzuteilen. Das funktioniert irgendwie dann natürlich nur noch schwierig, ist ja klar, ne? Also ich kann Skype zum Beispiel gar nicht mehr anmachen mittlerweile. Okay. Das geht einfach nicht, weil dann habe ich keine Ruhe am Rechner, deswegen ist Skype bei mir grundsätzlich aus. Trotzdem möchte ich natürlich den Kontakt zu den Leuten bewahren. Und ich habe mir schon vorgenommen, so im nächsten Jahr, wenn das einfach noch mehr wird, was es wahrscheinlich werden wird, ne, die Abonnenten werden ja mehr werden, vermute ich mal, Genau. dann würde ich einfach solche Sachen wie so ein Community-Livestream habe ich gemacht, im Juni, also letzten Monat. Okay. Sowas werde ich dann öfter machen, wo man mit der Community dann einfach was zusammen machen kann. Und was ich zum Beispiel auch, ich habe das erste Mal hier, jetzt läuft ja Mass Effect bei mir auf dem Kanal. Und das ist das erste wirkliche Projekt, was meine Zuschauer ausgewählt haben, was ich Let's Playen soll. Ich habe dann gesagt, hier die und die und die Spiele habe ich noch, da hätte ich Bock drauf. Ne, worauf habt ihr Bock? Das ist zum Beispiel was, wo ich versuchen werde, einfach die Community mehr einzubeziehen. Also das ist so mein grober Plan für das nächste Jahr, einfach wieder viel so Community-Arbeit zu machen und ganz viel mit anderen wieder zusammen zu machen, was auf die Beine zu stellen. Das habe ich eigentlich schon vor. Okay. Dann mal gucken, wohin der Weg uns Ja, mal führt. gucken, was der Weg führt. Ja. Also ich freue mich auf alle Was? Fälle auf das kommende Jahr, ne? Ja, Muss ich also auf sagen. das kommende Jahr. Ja, ich bin auch gespannt, wie das kommende Jahr wird. Denn ich muss wahrscheinlich, also eigentlich hätte ich müssen dieses Jahr noch ins Militär. Ah, okay. Was heißt wahrscheinlich müssen? Ist das noch nicht sicher? Ja, nein, ich wechsle wahrscheinlich zum Zivildienst, weil ich glaube, bringt mir mehr. Und dann kann ich Okay. auch das YouTube irgendwie weiterführen, weißt du. Ach Und das so, ist auch irgendwie ja. wichtig, weil Kontinuität und das Ganze reinzubringen. Natürlich, das ist ja das, was ich ganz am Anfang hier von unserer Aufnahme gesagt habe. Erfolg kommt einfach dadurch, dass man kontinuierlich am Ball bleibt. Glaube ich, kommt dann. Also Das habe ich Erfolg, auch egal in gemerkt. welche Richtung, ne? Aber das Habe kommt ich auch dann, ja. gemerkt. Meine Sprechweise besser geworden ist, wie im Vergleich zum ersten Video. Natürlich, In natürlich, das, Welten. ja. Und was hat dich eigentlich so am meisten gestört in diesem Jahr? Ach Gott, was mich am meisten gestört hat in diesem Jahr. Was hat mich denn am meisten gestört? Also ich glaube wirklich, worüber ich mich so am meisten geärgert hatte, war irgendwelche ungerechtfertigten Content-ID-Claim-Zeug oder wenn YouTube mal wieder irgendwas gemacht hat und nichts mehr funktionierte. Also das waren so Sachen, das waren aber so technische Sachen, die sich nicht verhindern lassen haben, ne? Also wenn YouTube die Kommentarfunktion umstellt und man dann da nicht kommentieren konnte und das nicht Genau. funktioniert hat und das Hochladen nicht ging, weil YouTube rumgespackt hat oder, das waren alles Sachen, da habe ich mich schon geärgert, aber das sind ja Peanuts. Also das ist was, wo ich mich am meisten geärgert habe. Und bei dir? Bei mir ist genau das Gleiche. Ja, weil Ja, das war vor 2 Tagen eigentlich. habe ich mich aufgeregt, als du mir eine PN geschrieben hast. Und normalerweise bekommt man noch eine Benachrichtigung. Ja.
und ich habe keine Benachrichtigung gesehen. Das haut auch immer nicht so ganz und hin. Das, und dann habe ich erst nach 2 Tagen deine Nachricht gesehen, als ich mich wieder eingeloggt habe. Ja, ja. Im Webbrowser. Das ist manchmal einfach echt mühsam ist das gewesen. Ja, das stimmt. Da haben sie jetzt mit dem PN-System, das haben sie ja komplett umgestellt und das ist was, das funktioniert einfach noch nicht so. Also das ist leider Gottes so. Ja, da, ich würde jetzt natürlich schon cool finden, wenn sowohl unter meinem als auch unter deinem Video natürlich die Leute mal ein bisschen schreiben würden, wie haben die denn das Jahr so erlebt auf unseren Kanälen? Ja, das wäre noch ganz interessant zum Wissen. Ja, weiß einfach, was denen so in Erinnerung geblieben ist. Irgendwelche Momente, irgendwelche. Wir haben ja auch Sachen. Mal ein Let's Play zusammen gemacht. Trine 2. Genau, ja. Ja. Also das fände ich noch ganz, ganz schön, weil wir müssen leider hier schon wieder enden. Wir haben nämlich, die 25 Minuten sind fast voll. Ja, genau. Gut. Mhm. Ja, viel Interaktion unter den Videos wäre cool, weil, erinnert uns doch mal an unsere lustigsten, peinlichsten und schönsten Momente des letzten Jahres. Fände ich super. Wenn da was stehen würde. Ja, und dann sage ich Dankeschön fürs Einschalten und ja, bis zum nächsten Mal, oder? Ja, bis zum nächsten Mal. Aber ciao, ciao. Ich hoffe nicht in einem Jahr nochmals. Nein, ich vielleicht hoffe auch. Vielleicht früher, ja. Gut. Ciao, ciao. Tschüss.